Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Dinnebier TV. Ich bin Marinko und ich habe heute ein ganz besonderes Auto neben mir, und zwar den Opel Rocks E. Dieser kleine Racker ist ein Schritt näher zur E-Mobilität in der Stadt und soll vor allem jüngere Leute ansprechen. Wie fühlt sich das an, in so einem kleinen Fahrzeug durch die Stadt zu düsen? Das finden wir heute auf unserer Probefahrt raus. Der Opel Rocks E ist ein rein elektrisches Leichtkraftfahrzeug. Wir haben unterm Fahrersitz eine 5,5 Kilowattstunden große Lithium-Ionen-Batterie verbaut, die an der normalen Haushaltssteckdose oder mit Adapter auch an einer Ladesäule in unter 4 Stunden aufgeladen werden kann. Somit kommt man bis zu 75 Kilometer weit. So, wir sitzen jetzt im Rocks E und vielleicht hört man es auch. Es ist ein bisschen lauter als in einem normalen Auto. Das liegt vor allem daran, dass die Dämmung weggelassen wurde, um das Fahrzeug so klein und leicht wie nur möglich zu bauen. Das erkennt man vor allem auch an den Materialien hier im Innenraum. Das ist nämlich alles Kunststoff, also Plastik. Das heißt, es ist robust, einfach zum Säubern und ganz klar, es ist leicht. Denn das Auto wiegt nur 471 Kilogramm. Der Rocks E ist halt kein richtiges Auto. Aber wenn man ihn mit einem E-Bike oder E-Roller vergleicht, hat er einiges mehr zu bieten, wie zum Beispiel einen Sicherheitsgurt und ein Dach. Die Besonderheit an Leichtkraftfahrzeugen ist, dass man sie mit einem AM-Führerschein fahren darf. Und den kann man bereits mit 15 Jahren machen. Deshalb ist der Rocks E auch bei 45 km/h abgeriegelt. Aber viel schneller wird man im Stadtverkehr ja eh nicht. Der Innenraum ist aber nicht komplett leer. Wir haben hier zum Beispiel eine Smartphone-Halterung mit USB-Anschluss und eine Heizung. Auch das Kabel, um den Rocks E aufzuladen, kommt im Alltag nicht in die Quere. Denn das ist etwas versteckt. Wo genau? Das zeige ich euch gleich. Das Design des Rocks E ist etwas sehr Besonderes. Wenn man sich die Front und das Heck mal genauer anschaut, erkennt man, abgesehen von den LED-Leuchten und ein paar Kleinigkeiten, dass sie fast identisch sind. Auch die Seitenansicht ist interessant. So öffnet die Fahrertür nach vorne, weil sie hinten angeschlagen ist, und die Beifahrertür genau spiegelverkehrt. Und da ist auch das Ladekabel versteckt. Einfach Tür auf, Kabel raus, anstecken, fertig. Beim Fahrverhalten muss man berücksichtigen, dass der Opel Rocks E zwar wie ein Auto aussieht, aber eigentlich ein Leichtkraftfahrzeug ist. Er fährt sich durch die direkte Lenkung sehr handlich und kommt mit dem Elektromotor schnell auf eine gute Geschwindigkeit. Wir haben hier zwar nicht ganz so viel Komfort wie in einem PKW, aber ein Roller kann da trotzdem nicht mithalten. Der kleine Flitzer ist das perfekte Stadtauto. Er ist 2,41 Meter lang und nur 1,39 Meter breit. Und damit ist die Parkplatzsuche in Zukunft kein Problem mehr. Ich suche jetzt mal eine Lücke und dann zeige ich euch, wo der kleine Opel überall reinpasst. Und wie man sehen kann, selbst in so eine kleine Lücke kommt man mit dem Fahrzeug problemlos rein. Hier spielt uns der nur 7,2 Meter große Wendekreis in die Karten. Es gibt den Rocks E in verschiedenen Varianten ab 7.990 Euro. Unser Testfahrzeug heute ist der Rocks E Techno, erkennbar an den Akzenten in Elektrogelb und an den Radabdeckungen. Wir haben hier ein relativ günstiges Fahrzeug, was sich auf Dauer auf jeden Fall rentiert. Der Vorteil von Elektromobilität besteht ja sowieso aus den viel günstigeren Treibstoffkosten. Und da man unseren Rocks E auch mit einem AM-Führerschein fahren darf, belaufen sich die Unterhaltskosten nur auf die Versicherung. Und die ist wie bei einem Roller. Also ist der Rocks E ein günstiges Auto mit super günstigem Unterhalt. Und das ist ein Riesenvorteil. Der Opel Rocks E ist das perfekte Auto für den Weg zur Schule, zur Uni oder an die Arbeit. Er ist klein, wendig und hat so genügend Platz für Sachen, die man halt für die Schule, Uni oder die Arbeit braucht. Ja, die Probefahrt hat mir total viel Spaß gemacht. Er ist super wendig und komfortabler als gedacht. Ich habe vor allem ein Dach über dem Kopf und eine Heizung. Interesse geweckt? Dann kommt bei Dinnebier vorbei und schaut ihn euch selber an.